Ich bin der Bamberger Stefan, komme aus Siglisdorf. Wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb mit Getreide, Raps, Mais und Sojabohnen. Wir haben daher angebunden einen Lohnbetrieb. Wir haben im 16. entschieden, dass wir einen neuen Mähdrescher kaufen. Wir haben dann vor der Ernte 17 den C7205 bekommen und sind eigentlich jetzt in der zweiten Saison. Wir haben ein 5,50 m Schneidwerk. Wir können den Tisch 75 cm nach vorne stossen, zum Rapsmähen. Die Seitenschere nur auf der Seite vorne klappen. Und wir können loslassen im Raps. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Die Zeit ist Geld. Darum haben wir uns entschieden für das 5,50 m Schneidwerk. Die Arbeitssicherheit ist bei uns entscheidend, weil wir sehr viel auf diesen Parzellen müssen hoch- und runterfahren. Und dann ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir einen Heckausgleich haben. Und darum haben wir uns eigentlich für die Extrabalance entschieden. Wir haben seitwärts 22% und der Heckausgleich läuft das Viertel 30%. Die Reinigung ist bei dieser Maschine aus meiner Sicht perfekt, weil wir bringen eigentlich sehr sauberes Getreide her, wo die Mühle sehr dankbar ist. Wir haben ein Dröschwerk mit einem Segmentkorb für eine optimale Ausdröschung des Getreides. Wir haben hinten einen Turboseparator, das heisst eine dritte Dröschtrommel, wo wir stufenweise den Abstand grösser machen können. Dadurch können wir eine bessere Strohqualität über, weil in unserem Gebiet ist Stroh gesucht. Wir sind sehr positiv überrascht. Es ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Auch der neue Fahrhebel hat sich sehr positiv verändert. Er ist bedienerfreundlich. Es macht wirklich Spass, den ganzen Tag zu fahren mit dieser Maschine. Die Wartung der Maschine ist sehr gering. Gesamthaft sind irgend 4 Schmierstellen. Da ersparen wir natürlich am Morgen sehr viel Zeit, wo wir wieder parat sind, zum Losfahren. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Maschine. Es ist genau da, wo wir uns eigentlich vorgestellt haben. Wir haben eine Top-Leistung. Die Kornqualität stimmt, das Strommanagement stimmt. Also wir sind durchwegs zufrieden.